Ich heiße Yumi Tanaka. Ich bin jetzt seit 3 Jahren die Nummer 1 bei Seneca Racing und ich habe es mir als Ziel gesetzt, die erste Frau zu werden, die die Meisterschaft gewinnt. Reden wir kurz über die neue Nummer 2. Mhm. Und darüber, dass Ado jemand Unbekanntes einstellt. Naja, Ado investiert gern in Potenzial. Das macht uns zu dem Team, das wir sind. Aber am Ende kommt es doch immer nur auf eines an. Bist du tatsächlich gut genug? Man braucht viel Talent, um in einer einzigen Saison in so vielen Disziplinen und Events anzutreten. Mit Einsatz und guten Absichten allein kann ein Team nicht überleben. Wir brauchen Siege. Also, nach dem letzten Rennen glaube ich, dass Valentin Manzi auf die Kritiker reagieren will, die meinten, Senecas 22 war ihm überlegen. Was wird er heute zeigen? Und die Trucks halten eine Menge aus. Aber wenn man sich um eine Rampe streiten muss, kann es schnell passieren, dass man auf dem Dach über die Strecke rutscht. Und damit herzlich willkommen zurück zu Grid Legends. Heute sind wir in Paris, wo wir hier ein kleines Rennen mit Trucks veranstalten werden. Manzi macht ernst. Besiege Valentin Manzi. Ich hoffe, Azit hat die Aufhängung gut hingekriegt. So, das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen wild. Hinten angeschoben. Ja, okay. Wir sind wieder dran am Feld. Siebter, Junge, Erster. Ja. Dann schon viel Schaden ab. Boah, der ist ja nicht mehr zu kontrollieren hier. Thank you.
fahren. Okay, sorry. Muss anschieben. So, dritter. Was war das gerade mit Yume? Warum ist sie einfach stehen geblieben? Dritter. Yume Dritter. Okay. Wieder ein vielversprechendes Ergebnis von Seneca. Aber ist es auch genug, um sie zum ersten Mal in die Profiliga zu bringen? Oder wird es wieder nicht reichen? Ach, das werden wir schon schaffen. Mein Name ist Ajit Singh. Ich bin Senecas leitender Ingenieur. War das okay? Cool. Kommt rein. Willkommen in der Werkstatt. Das hier ist unser neues Baby. Ein Beltra Icon Mark III, aber mit ein paar Upgrades. Elektromotor, aktive Aufhängung und platzierte Brennstoffzellen. Hier. Das meiste Gewicht sitzt hier unten im Chassis. Und der hier? Das ist ein alter Freund aus der letzten Saison. Jupiter San Marino. Ich hab den Job, weil ich mit Marcus gewettet habe, dass ich einen alten Eagle Ray MK4 schneller mache als einen Type 8. Hat keine 7 Tage gedauert. Jetzt schraube ich an alle mit Motor und Überrollkäfig. Tourenwagen, Muscle Cars, Open Wheel. Ich mach dir alles siegestauglich. Einen Fahrer zu finden ist eher das Problem. Heute sollten wir Valentin Manzi im Auge behalten. Er konnte sich bei Volt behaupten und hat dem Team viel Anerkennung verschafft. Aber ich glaube, er wird heute cool bleiben und nicht nachlassen. Und da Seneca mit schnelleren Autos teilnimmt, werden sie gespannt darauf warten, dass sie starten dürfen und mit der Aufholjagd beginnen können. Oh, damit sind wir in Chicago beim Multiclass-Rennen. Manzi greift tief in die Trickkiste. Platz 7 oder höher. Du musst mindestens auf Platz 7 abschließen. Viel Glück. Unsere Autos können mit Volts mithalten. Zeigen wir sie ihnen. Okay. Aufgabe ist klar. Wir müssen sehen, dass wir nach vorne kommen. Oh ja.
und los geht's. Ups. Oh, hier geht's aber auch ganz schön hart zur Sache. Okay. Verloren. Das sah übel aus, der Unfall. Okay, wir sind Siebter im Ziel. Junge 13. Okay, Fünfter. Deine Zeit für die letzte Runde war 58,2. Zweiter ist gut. War okay. Woods und Seneca werden sich in Dubai wiedersehen. Und ich werde natürlich auch dabei sein, um Ihnen Action vom Feinsten bei der Crack World Series zu präsentieren. Oh, Dubai wird auch wild. Okay. Auf zum nächsten Rennen. Ich hoffe nur, ich sag nichts Dummes. Nur ja nichts Peinliches aufnehmen, okay? Wie heißt du? Tom, freut mich sehr.
Tom? Alles klar bei dir? Tom? Okay, dann lass uns loslegen. Hi, ich bin Valentin Mansi und ich bin 10-maliger Grid-Weltmeister. Ich mach nur Spaß, ich hab noch nie gewonnen. Aber es war knapp. Witzig. Sehr witzig. Oh. Unangenehmes Ergebnis für Senecas 22. Der Neuzugang hat also den Dumont geschrottet? Ja, die neue Bremsanlage ist noch nicht perfekt. Das war nicht einverstanden? Unsere Schuld, glaube ich. So einen Amateur kurz vor Saisonbeginn einzustellen? Okay. Du warst auch ein Amateur, bis er dich eingestellt hat. Hast du nicht einen Dumont zu reparieren? Senecas Nummer 22 und Valentin Mansi können es einfach nicht lassen. Wird es heute wieder so ein heftiges Duell auf der Strecke geben oder haben sie sich inzwischen vertragen? Ja, alles gut, Dubai. Eine Rivalität wird entschieden. Besiege Valentin Mansi. Okay. Okay, du brauchst eine bessere Platzierung als Valentin Mansi. Jume ist Zweiter. Wo ist er denn, Valentin Mansi? Ups. Okay. Geh da lieber auf Abstand. Lass dich nicht aus dem Rennen werfen. Oh. Eieiei. Oh, wir bekommen hier sehr viele Rivalen. Unfall. Oh, wild, echt wild hier. Runde 3. Die Runde war deine Zeit 44,2. Oh, Auto. Jetzt der Rivale. Vierter. Wo war Mansi? Eine
weitere beeindruckende Leistung von Seneca. Ihr neues Fahrergespann scheint Bolt ganz schön Konkurrenz zu machen. So, gibt's hier noch eine Tabelle oder nicht? Nö, machen wir mal weiter. Okay. So, dann findet das nächste Rennen in Harvard statt. Eine Herausforderung von Yume. Besiege Yume, okay. Okay, 22. Du darfst dich mit Yume duellieren. Mal sehen, ob du sie schlagen kannst. Okay, passt du auf, dass ihr euch nicht gegenseitig auf dem Rennen werft. Okay. Keine Sorge, Edo. Wir sind doch beide Profis. Da ist ein Auto noch neben uns. Okay. Wild, wild. Echt wild. Oh, wow. Ja, gut. Ja, wir sind noch weiter hinten. Fünfter, wir sind 22. Center. Thank you.
So, 13. Junge 5. Junge 5. Ja. Ich glaube, da haben wir die Challenge nicht geschafft. Dann sind wir mal in Panama. Arbeite mit Junge zusammen, um Volz einzuholen. Platz 5 oder höher, bei Regen. Hast du gehört? Volz hat uns jetzt auf dem Schirm. Also nicht überrascht sein, wenn man sie ernst macht. Viel Glück. Jo, gut. Schwierige Bedingungen heute. Versuch Risiken zu vermeiden, wenn es geht. Okay, keine Wheelspins. Ganz schön wild hier. Oh, man sieht auch nicht wirklich viel. Eieiei. Da haben wir wieder Plätze eingebüßt. Hab ja gesagt, heute wird's schwierig. Sadie Leblanc hat gerade die Kontrolle verloren. Jo, das haben wir gesehen. Sind die da vorne jetzt wirklich so schnell? Oh.
So, schauen wir mal, ob wir nochmal rankommen an die vorderen Leute. Die sind schon ganz schön weit weg. Eieiei, das war nicht gut. Halt zurück, wir schaffen das. Keine Chance hier. Die schneller vorne. Verpasst. Ei, okay. Also ich glaube nicht, dass wir hier noch 5 Plätze nach vorne schaffen. Letzte Runde. Lass uns aus der Mitte rauskommen. Tja, jetzt hänge ich hier hinter dem fest. Thank you.
genau. Der fährt genau in meine Linie rein. Hat gewonnen. Nice. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, wir machen hier eine Pause und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, habt einen schönen Tag.